Hallo, liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNSTV. Ja, wir haben wieder 9 Uhr in Deutschland. Halle steht voll, hier haben wir einen riesengroßen Hümer Wohnwagen. Ich zeig den mal hier auf deinem Achse, Nova SL. Ja, der bekommt eine Lithiumbatterie. Der Enrico ist ja schon zugange. Moin. Guten Morgen. Lithiumbatterie und ein Wechselrichter mit Netzvorrangschaltung. Genau, so, das ist das, was soll zuerst machen, und er will ich auch später noch mehr haben. Er hat auch einen riesen Mover hier drunter. Ja, deswegen kriegt er auch eine riesengroße Lithiumbatterie. So, und dann haben wir noch ein Fahrzeug hier stehen. Warte, ich gehe da eben hin. Ein Ahorn ist das. Ein Ahorn. Der steht hier. Ahorn Camp. Auch ein schönes Fahrzeug. Der bekommt eine Solaranlage, 240 Watt. Der bekommt einen Ladebooster und eine 200 Ampere Stunden Lithiumbatterie, die kommt da rein. Ne, da hängen schon verschiedene elektronische Dinge. Diese Batterie war hier vorher drin, eine AGN, eine Vata. So, wir bauen jetzt aber unsere neue Forster Batterie ein. Das ist der Laderegler, beziehungsweise nicht Laderegler, sondern Ladebooster. So, und der bekommt die neue 200 Ampere Stunden Forster Batterie mit dem neuen BMS und der neuen Zelle. Ne, die gibt es, wie gesagt, auch in 200 Ampere Stunden. Die beiden, das sind 100er, die werden morgen früh verbaut. In einem Knaus Liner, der steht auch schon draußen. Ja, und wie das hier nachher aussieht, fertig, da bin ich. Wie das nachher aussieht, fertig und am Dach, da zeige ich euch ja immer anschließend. Ne, den Kabelboost hier, das machen wir noch in ordentlich und dann schauen wir uns das später nochmal an. Also, bis später. So, die Jungs machen hier weiter. Ich habe mir jetzt gerade alles angeguckt. Ich mache jetzt ein Päuschen. Ich fahre jetzt mal zum magischen M. Da nehme ich euch natürlich mit, weil das ist ja alles so ländlich und ja, so angenehm. Außerdem kann man dann nochmal zeigen, was man hier im Umkreis so alles machen kann, auch wenn man mal schnell irgendwas zu essen haben will. Und dann nehme ich euch mit. Bis gleich. Ciao. Es geht zum magischen M. Auf wie. So, wenn wir zum magischen M wollen, dann fahren wir aus Grimma wieder raus, also einfach Richtung Autobahn wieder, wie man hier gekommen ist, und Richtung Baumarkt durch die zwei Kreisverkehre durch. In dem zweiten Kreisverkehr links halten, aber die haben nicht immer alles, habe ich mir sagen lassen. Deswegen gehen wir auf die Autobahn, nehmen die nächste Ausfahrt und nehmen das magische M auf dem Rastplatz. Zeige ich euch gleich. So, hier sind wir bei dem ersten Kreisverkehr, weil ich aber noch zeigen wollte, hier ist ein Netto, hier kannst du einkaufen und ein Getränkemarkt. Ja, kannst du gar nicht verfehlen, ne? Riesengebäude, erster Kreisverkehr bzw. zweiter Kreisverkehr. Und da vorne ist noch eine Jet-Tankstelle. Auch hier kannst du preiswert tanken, also hier im Umkreis, in und um Grimma herum ist alles vorhanden, was man braucht, auch am Wochenende alles geöffnet. Hier eine Jet-Tankstelle, ne? Da gehe ich auch immer hin. Hier der Baumarkt auf der linken Seite. Also alles so wie zu Hause im Prinzip auch. Der Osten hat da sehr aufgerüstet und ist auch hier auf dem neuesten Stand. Wir gehen jetzt auf die Autobahn, müssen jetzt hier durch den zweiten Kreisverkehr. Ne, wie man hier sehen kann, da vorne ist schon das Autobahnschild. Und dann geht es auf die Autobahn. Und zwar hier nicht direkt links Richtung Chemnitz, Dresden, sondern über die Autobahn drüber und dann rechts Richtung Leipzig. So, hier ist die Einfahrt auf die 14 Richtung Leipzig. Da müsst ihr drauf und dann müsst ihr an der nächsten Ausfahrt wieder raus und dann auf den Rastplatz. Das soll wohl der Geheimtipp sein hier vom magischen M. Das machen wir jetzt mal. Probieren wir jetzt mal aus. So, wenn ich das richtig gesehen habe, ist da vorne das Schild schon. Ja, und alles ist hier ausgeschildert. So, direkt
weiß nicht, 2 Kilometer oder 1,5 Kilometer nach der Auffahrt Richtung Leipzig kommt hier der Rastplatz Muldental. Und da gibt es auch hier dieses magische M und da fahren wir jetzt hin. Ist also rucki zucki erledigt. Und wenn man dann wieder zurück will, klarer Fall, ein Stückchen weiter, Ausfahrt bzw. Einfahrt nutzen und dann wieder zurück, sind auch nur ein paar Kilometer. Ja, waren beim magischen M-Bad Essen auf die Schnelle, ist also gar kein Problem. 3-4 Kilometer, schöne Tour mit dem Auto. So, ja, Mittagspause vorbei. So, und jetzt schauen wir mal, gucken wir uns nochmal den Wohnwagen an und den Ahorn, wie weit wir da sind. So, jetzt lauern wir mal. Gerade Mittagspause. Die Herren zu Tisch. So, wie ich auch mal sehen kann, hier hat die alte Batterie gestanden. Ne? Da sieht man noch die Pole. So, hier ist das Schaltgerät drin. Caravan-Ladesystem. Ne? So, da kriegen wir natürlich die Batterie jetzt nicht untergebracht. Beziehungsweise, das ist mir auch zu eng, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hängen so viele Kabel drin vom Mover hier. Guck dir das an, was ein Kabelgedönse. Ja, und dann kriegst du die nicht richtig fest. Deswegen haben wir das jetzt anders gemacht. Wir haben jetzt hier. Der Eigner bzw. Besitzer ist auch damit einverstanden. Da steht jetzt die neue Forster-Batterie hier. Ne, dann bauen wir ja immer so schöne Winkel, die das ganze Ding auch festhalten, damit er nicht raushopst. Da ist der Wechselrichter. Wechselrichter 1700 Watt Votronic mit Netzvorhangschaltung. Ja, da müssen wir jetzt noch verkabeln. So, auch der Ahorn hier, Ahorn Camp geht dem Ende zu. Ne, da haben wir ja hier dieses Batteriefach, da steht unsere 200 Amperestunden drin, ne, mit den vorhandenen Leitungen. Da oben ist noch ein Booster reingekommen, da ist noch ein Regler von Votronic, die haben wir so reingebaut, weil die viel, viel besser passen. So, das ist auch fertig. So, wir gehen jetzt mal hoch aufs Dach und dann schauen wir noch mal wegen der Solaranlage. Da ist unsere Solaranlage. 120 Watt Blechkontaktzelle. Guck mal, der hat sogar, oder der hat hier auch eine SAT-Anlage drauf. Ne, wir haben das hier im Kabelkanal angelegt, hier rüber, da hinten ist die Dachdurchführung. Ja, hier kriegst du natürlich noch viel mehr drauf, aber das ist in dem Fall nicht nötig, weil auch nicht mehr Energie benutzt oder gebraucht wird. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und dann kann man mit 240 Watt genauso autark sein, als andere mit, weiß ich nicht, 4, 5, 6 Platten. Gute Arbeit. Ja, hier unten liegt noch meine Baustelle, wie ich immer sage. Da hat der André den ganzen Tag gearbeitet. Räumen wir jetzt noch auf. Auto ist fertig. Fahren wir gleich raus, übergeben dem Kunden das. Und dann haben wir das Ahorn-Projekt auch abgeschlossen. Ja, in dem Sinne, wie immer, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Abonniert diesen Kanal, damit ihr hier nichts verpasst. Euer Guido von GNSTV.